Hallo, hier ist Maini. Heute kochen wir zusammen ein Lammcurry in einer Tomaten-Curry-Soße. Dazu habe ich geklärte Butter in einen Topf gegeben und lasse das Ganze richtig schön heiß werden. Pflanzenöl geht natürlich auch. Wenn das Fett richtig heiß ist, gebe ich die Zwiebeln rein und röste sie, bis sie eine richtig schöne kräftige Farbe bekommen. Das kann ruhig mal 10 Minuten dauern. Ich nehme jetzt die Zwiebeln raus, damit das Fleisch genug Fläche zum Braten hat. Wenn nötig, noch etwas Fett reingeben und das Fleisch ebenfalls 10-15 Minuten richtig schön scharf anbraten. Ich verwende hier die Bauchlappen vom Lamm. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Stück verwenden, zum Beispiel Fleisch aus der Keule oder aus der Schulter. Wobei die aus der Schulter braucht immer deutlich länger, bis sie gar geworden ist. Das Fleisch wird also grob von den Sehnen und der Silberhaut befreit, kurz vor dem Braten leicht gesalzen. Und wenn es eine richtig schöne Farbe angenommen hat, geben wir die Zwiebeln wieder zurück und rösten das Ganze 1-2 Minuten weiter. Jetzt gebe ich rein Ingwer, Knoblauch, Koriander, Kümmel, Kardamom, etwas Chili, Curry, eine Zimtstange, etwas Pfeffer gebe ich jetzt rein, könnte man aber auch später reingeben und ein bisschen Salz. Das Ganze wird jetzt einige Minuten richtig schön angebraten bzw. geröstet. Man könnte alle Gewürze auch als Körner, also im Ganzen, frisch rösten und dann mörsern sozusagen. Wichtig ist nur, dass die Gewürze ein paar Minuten Zeit bekommen zum Rösten. Zwischendurch schön umrühren und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Nach etwa 6 Minuten habe ich jetzt eine Dose Tomaten reingegeben. Ihr könnt auch frische Tomaten reingeben. Ihr könnt die Tomaten ganz weglassen, wenn ihr farblich lieber in die typische gelbe Curry-Kurkuma-Richtung gehen wollt. Wenn ihr euch gegen die Tomaten entscheidet, dann solltet ihr so viel warmes Wasser reingeben, dass das Fleisch bedeckt ist. Bei mir hat das etwa 1,5 Stunden gedauert, bis das Fleisch richtig schön weich geworden ist. Zwischendurch gerne Wasser nachgeben, wenn nötig. Wenn der Deckel aber geschlossen ist, verdampft weniger Wasser und ihr müsst weniger Wasser nachgeben. Am Ende hat es eine Gulasch-ähnliche Konsistenz und ich verfeine das Ganze mit einem Schluck Kokosmilch. Die restliche Kokosmilch hebe ich mir auf, falls ich mein Lammcurry später noch erhitzen muss bzw. später nochmal essen will, dann gebe ich den Rest später noch mit dazu. Wer das nicht mag oder nicht verträgt, kann auch gerne mit Sahne arbeiten. Koriander darf für mich natürlich auch nicht fehlen und das kräftig abgeschmeckte Lammcurry kann man gerne mit Brot oder mit Reis genießen. Abonniert meinen Kanal, bleibt gesund, bis zum nächsten Video.